Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22. Heute mal von der Erlengrad in einem Tutorial. Ja? Wir starten direkt rein. Und zwar habt ihr mich gefragt, wie ich das gemacht habe, dass hier die Plätze leer sind, so wie hier und hier, und das Ganze kaufbar gemacht werden kann. Weil normalerweise sieht es ja so aus, ja, die Hütte ist voll. Ihr merkt euch jetzt einfach mal den Platz rechts von der Kirche, den werden wir dann gleich mal bearbeiten. Und das Ganze sieht dann in der Map wie folgt aus. Nicht kaufbar, ja. Über die Taste X, ja, könnt ihr ja dann kaufen. Und ihr seht ja, wenn ich hier draufklicke, könnt ihr das nicht kaufen. Hier drüben ist es kaufbar gemacht, so wie ich das hier aufgebaut habe. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr als allererstes auf eine Seite, wo ihr eine Karte habt, und zwar bei Forbidden Mods zum Beispiel. Wichtig, es muss eine Map sein, kein Safe Game, ja, an der Stelle. Dann könnt ihr nämlich hier zum Beispiel die Erlengrad runterladen, ist ja mal egal, ja, das könnt ihr, na klar, mit jeder anderen x-beliebigen auch machen. Die ladet ihr euch runter und dann findet ihr die ganze nämlich hier in eurem Download-Ordner, in dem Fall New Alpine. Ich rate euch nochmal eindringlichst, nicht die Standardkarte in eurem Farming Simulator Games Ordner zu verwenden, sondern einfach hier eine runterzuladen. Tut ihr euch am einfachsten, wenn irgendwas passiert. Okay? Gut. Als nächstes wollen wir die ganze mal entpacken. Und dann gehen wir mal rein in die Karte Maps. Und dann müsst ihr unter Map Alpine wahrscheinlich rein. Jawohl, und hier ist die Map i3D. Die kann vom Namen her irgendwie anders heißen, je nachdem, wie das Ganze sich schimpft. Map, Base Map, Map OS und. Da müsst ihr einfach reingehen. Und zwar im Giants Editor 9. Und lasst die ganze Karte mal kurz laden. Das dauert einen kurzen Moment, bis sich die ganze Karte aufgebaut hat. Und dann könnt ihr das Ganze beginnen. Ich würde euch raten, wenn ihr jetzt nicht ganz so viel Ahnung habt vom Mapping, tut euch mal den Gefallen und ja, übt und nicht 100 Fragen stellen, wie geht's, sondern ihr müsst einfach ein bisschen reinarbeiten. So, das Ganze sieht ja so aus. Hier sehen wir noch das Alte. Ja, hier ist es noch zugepflastert. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen jetzt rechts von der Kirche den Platz mal bearbeiten. So, als allererstes könnt ihr euch eigentlich ja, Schritt für Schritt durcharbeiten. Ich gehe meistens hin und fange mal an, mit den Bäumen zu löschen. Da könnt ihr ganz normal draufklicken. Ihr müsst nur immer darauf achten, dass sich das markiert, und dann die Entfernen-Taste auf eure Tastatur drücken. Und schon geht der Baum weg. Ja? Simple as possible. Und da machen wir jetzt einfach so ein bisschen mal Freiraum, dass wir nachher auch sehen, jo, das hat geklappt. So, und dann gebe ich euch nämlich gleich noch einen Tipp. So, hier können wir die Gebäude noch wegmachen und dann sehen wir das nachher ganz gut. So, als nächstes müsst ihr aufpassen. Und zwar kann es oft vorkommen, wir schauen uns jetzt mal kurz, ihr beobachtet jetzt mal hier den Reiter, hier den Szenegraf. Wenn ich den Baum anklicke, da seht ihr, die Transform Group, das ist immer die oberste Gruppe und dann eine Untergruppe, ist markiert, könnt ihr löschen ohne Probleme. So, jetzt kann es aber auch sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Mülleimer anklickt, dann öffnet sich der Unterreiter. Ja, da müsst ihr aufpassen. Es kann nämlich dann vorkommen, wenn ihr jetzt entfernen löscht, ja, könnte vorkommen, habt ihr hier eine Kolli noch drin. Ja, dann fahrt ihr immer gegen eine unsichtbare Wand drauf und denkt immer, hä, im Spiel sehe ich doch nichts. Das kommt so zustande. Ja, also immer darauf achten, dass ihr die Transform Group markiert. Auch hier wieder, ja, immer das Vollständige. Gut. So arbeitet ihr euch durch. Ja, hier bei den Zäunen habt ihr auch immer das Problem, dass sich das so in den Untergruppen markiert. Außer ihr geht jetzt hier Schritt für Schritt durch. Und so könnt ihr die ganzen Deko-Objekte mal rauslöschen. Ja, ich mache das mal noch ganz kurz. So, ich habe das jetzt mal ganz grob gemacht. Als nächstes
könnt ihr das Gras wegmachen. Und zwar geht ihr hier rein auf den Reiter Deco Foliage, wenn er noch nicht angewählt sein sollte. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht auswählen von denen. Dann geht ihr hier oben rein auf Terra Foliage Paint Mode. Und dann müsst ihr noch darauf achten, dass hier oben Subtract ausgewählt ist. Jetzt zum Beispiel Right Mouse Button, also rechte Maustaste. Und dann könnt ihr das schon gedrückt halten und hier alles frei wegmalen. Ist na klar ein Tutorial für, sag ich mal, die Anfänger, ja, die sich nicht ganz so gut auskennen, aber vielleicht schon die ersten Erfahrungen mit dem GI gemacht haben. So, als nächstes könnt ihr dann noch den Ground anmalen, den Boden. Dazu müsst ihr reingehen in den Texture Layer. Da wählen wir jetzt zum Beispiel einfach mal aus Rough Dirt, ist immer egal. Und hier oben Terrain Detail Texture Paint. Und hier nehme ich jetzt die linke Maustaste für Add, also hinzufügen. So, ihr könnt auch hier noch Square nehmen für Viereck, ja, dann geht es noch einfacher. Ich male es jetzt mal extra so provokant, dass ihr das nachher alles seht, dass es so stimmt. So, somit haben wir das hier als unseren neuen Hof zum Beispiel vorbereitet. So, als nächstes wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt müsst ihr aufpassen. Wir wollen ja jetzt das Land hier kaufbar machen, weil in-game wäre jetzt zwar die ganzen Gebäude etc. weg, aber ihr könntet hier nichts bauen, weil ihr das Land nicht kaufen könnt. So, jetzt geht ihr rein und zwar wieder in euren Map-Ordner. Und dann schaue ich immer nach unter Farmlands, wie viele Farmen definiert sind, wie viele Länder. In dem Fall sind 59 Länder definiert. Bedeutet, wir können die Nummer 60 definieren. Dazu geht er hier rein unter Farmlands und nimmt hier die 60 raus. Haben sie übrigens dieses Jahr gut gemacht. Ja. Kann man hier direkt anwählen, die 60. Und dann müsst ihr auf Terrain Info Layer Paint Mode auf dem blauen. So, dann auch wieder linke Maustaste für Add und dann müsste der weiß werden. Genau, so. Und dann könnt ihr das ganze Gebiet hier so markieren, wie ihr es wollt. Ja. So, ich bewege mich immer sofort, ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. So. Und dann habt ihr das Ganze hier angemalt. So, das wäre jetzt hier die Nummer 60. Jetzt tun wir alles abspeichern. Save i3D-File. Dann geht er nochmal rüber in den Ordner, in Farmlands und nimmt einfach die letzte Zeile, kopiert die, fügt die ein und macht jetzt aus der 59 einfach eine 60. Ja, hier könnt ihr dann noch den Preis, die Kalkulation definieren, gegebenenfalls noch einen NPC, aber in dem Fall einfach speichern, schließen. Das hier haben wir gespeichert, können wir schließen. Und jetzt könnt ihr, ja, ihr müsst nicht, ihr könnt, aber der Ordnungsheit halber, alles markieren, zum Archiv hinzufügen, lasst ihr einfach so stehen, zip, okay. Dann wird das Ganze gepackt und dann braucht ihr das nur noch in euren Mod-Ordner reinziehen und dann sehen wir uns gleich in-game wieder. So, nun sind wir auf der Karte angekommen und jetzt gehen wir mal rüber an unser Feld. Wir wissen ja, rechts von der Kurve und wir sehen schon, hier hinten ist das gemalte Gebiet, wo wir unseren Hof bauen könnten. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir jetzt mit der Taste X, ja, ihr seht es schon, hier das Feld kaufen. Dann testen wir es noch. Nehmen wir einfach ein Gebäude. Wir nehmen einfach mal Farmhaus. Hier, das Farmhaus von Barney. Wunderbar. Und stellen das mal. Ach, nur ein Gegenstand pro Hof. Da müsst ihr na klar aufpassen. Vergesse ich immer wieder. Auf diese Mod-Map. Ja. Da hat der gute Mapper schon viele Höfe dazu gebaut. Und ihr könnt immer nur eine gewisse Anzahl an Höfen und Tieren verbauen. Da müsst ihr aufpassen, gegebenenfalls müsst ihr die jetzt dann rauslöschen. Ja.
Aber tut ja jetzt nichts zur Sache. Wir können aber ein Silo platzieren. Und dann ist das gut so. Und dann seht ihr nämlich, es funktioniert. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das kurze, knackige Tutorial geholfen. Jetzt wisst ihr schon mal, wie man Felder definiert, Farmlands definiert und kaufbar macht. Und in-game ein bisschen was zu löschen, also im GE, so muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwo Hilfe braucht, wo ich ein gutes Tutorial machen kann, lasst es mich wissen. Ich zeige euch das gerne, solange ich alles weiß. Alles weiß ich auch nicht, aber in dem Sinn würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.